Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. So, ich habe mir für heute schon mal so ein paar Gedanken gemacht. Dafür brauche ich erstmal ein paar Eisenbarren. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was will der Kerl damit? Ja, ich wollte mir mal eben einen Eimer herstellen. So, sehr gut, den packen wir einfach mal hier oben direkt rein, würde ich sagen. Oh, 4 Demonite Ore. Kann ich da noch ein... Nein, ich kann da keinen Barren mehr draus machen. Okay, machen wir mal eben schnell Quickstack. Hatte ich das beim letzten Mal? Stimmt, ich habe beim letzten Mal keinen Quickstack mehr gemacht. Deswegen machen wir hier hinten mal eben ganz schnell überall einen Quickstack, falls wir noch irgendwie was loswerden können. Ich habe hier doch... Ach, Wormtooth sind das. Ich dachte, das wären Stinger. Dann packen wir die doch einfach auch mal hier mit rein. Die Taschenlampen, sage ich jetzt schon. Die Fackeln könnten wir... einfach mal irgendwo auch reintun. Ach, warte mal, hier kommen noch Rückwände rein. So, nicht, dass ich jetzt hier auf einmal irgendwie alles jetzt unordentlich mache. Okay, die Bombe können wir auch erstmal behalten. Und ach, jetzt fällt mir gerade wieder auf, jetzt habe ich die Steuerung natürlich auch wieder nicht umgestellt, was ich ja eigentlich machen wollte. Na gut, dann muss ich jetzt irgendwie dran denken, dass ich hier immer mich herumhangeln muss. Genau so. Und... okay, das passt. Jetzt kommen wir nämlich auch endlich mal wieder nach hier oben. Hier sind wir ja gestartet und ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich noch nicht ganz fertig war. Ich bin das letzte Mal vor den Harpien, naja, ich möchte nicht sagen weggerannt, aber ja doch. Eigentlich muss man es ja so sagen, ich bin vor den Harpien weggerannt. Der taktische Rückzug haben wir da angetreten, weil die einfach noch ein bisschen zu heavy waren für uns. Also wissen wir noch nicht, ob es da nicht vielleicht doch noch irgendetwas für uns zu entdecken gibt. So, ich werde mir erstmal Wasser mitnehmen. Seht ihr dann irgendwann, warum ich das mache? Okay, ich denke mal, so bin ich ein bisschen schneller, wenn ich die ganze Zeit rausspringe, als wenn ich im Wasser bleibe. Oh, kann das sein, dass ich immer schneller werde? Wirkt auf jeden Fall so auf mich. Nee. Da hat mir meine Einbildung wohl einen Streich gespielt. Na gut, jetzt sind wir aber gleich drüben. Jetzt muss ich aufpassen hier nicht, dass hier irgendwie so ein Haifisch angewuselt kommt. Obwohl ich eigentlich auch der Meinung bin, dass wir inzwischen... ui. Dass wir inzwischen doch ganz gut... ah, nee, so wird das nichts. Ganz gut gewappnet sein sollten, falls mal wirklich ein Hai kommt. Dürften wir den doch eigentlich schon besiegen können, oder? So, okay. Hier kommen wir auf jeden Fall raus. Oh Mann, das ist doch ein Scheiß jetzt. So, warum habe ich denn das... ach so, ja klar, weil ich ja... ey, geil, wie hat denn das geklappt? Kann ich mich da so... ah, ich kann mich da vorbei cheaten. Nee, doch nicht. Wow! Einfach mal durch irgendwelche Blöcke durchfallen. Gibt's auch nicht alle Tage. So, und schon sind wir oben. Sehr schön. Mit dem Enterhaken geht's ja doch ein bisschen leichter hier alles von der Hand. Und gleich sind wir auch schon wieder auf den Höhen, wo uns dann die Harpien an den Kragen wollen. Diesmal sollten wir aber... wie gesagt, bessere Chancen gegen die lästigen Biester haben. So. Da oben war nichts weiter mehr. Zack. Hier sind noch die Überreste sogar von unserer Expedition. Die ganzen Leuchten, die hier noch angebracht sind. Na, hier ist ein bisschen Kupfer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt noch Kupfer mitnehmen muss. Da oben ist auf jeden Fall eine Herzstatue, Leute. Also würde ich mal sagen, nach oben mit uns, ja. Oder wollen wir Kupfer noch mitnehmen? Ja, warum eigentlich nicht? Ihr wisst ja, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob es das Sprichwort auch mit Euros gibt. Es war auf jeden Fall damals immer ein Sprichwort, als es die Mark noch gab. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert. Aber lässt sich ja eigentlich 1:1 auch auf den Euro umdichten. So, und da oben, oh, das ist mal eine interessante Statue. Keine Ahnung, was das für eine ist. Sieht aus wie so ein fliegender Löwe. Ist das ein Greifen? Eine Greifenstatue? Ne, eigentlich nicht. Es gibt ja zumindest keine Greifen bei Terraria. Würde mich doch wundern. Was soll man mit einer Greifenstatue, wenn es keine Greifen gibt? Das kann ich wiederum nur sehr... ups, ja, jetzt ist das wieder passiert. Das kann wiederum nur ich sehr schwer begreifen. Das macht doch gar keinen Sinn, Mordort. So, da oben komme ich nicht mehr ran. So. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Aber, oh, da vorne ist sogar noch eine Truhe, Leute. Na komm, hangel dich mal dort ran.
Die gönnen wir uns natürlich auch. Die Harpien kommen hier momentan noch nicht an uns ran. Und das, muss ich sagen, finde ich eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Das war jetzt unser letzter Schlüssel, glaube ich. Ja, den letzten Schlüssel. Und wir haben Star Fury gefunden. Wow, geiles Ding. Na, braucht allerdings natürlich sehr viel Mana. Ich glaube nicht, dass wir das momentan jetzt schon irgendwie großartig benutzen könnten. Das Geld nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und ist da noch... Nee, hä? Das ist nur Stein, oder? Oder ist das ein Herzcontainer, der da oben ist? Moment. Ich grab mich mal eben ganz kurz dahin. Weil es sieht mir doch ein bisschen merkwürdig aus irgendwie. So. Nee. Es ist nur, in Anführungsstrichen, Silber. Aber, könnte man ja trotzdem mal mitnehmen, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. So, habe ich jetzt hier alles? Ja, sieht gut aus. Okay, dann lasst uns hier an die Oberfläche uns graben. Oh Gott. Ja, ich hätte die Steuerung einfach umstellen sollen. Ich habe es doch gesagt, dass ich die Steuerung umstellen will. Aber dann, ne, nächster Tag und man denkt sich, boah, ich will unbedingt eine Aufnahme machen. Wolltest du nicht die Einstellung umändern? Nein, 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 wollte ich nicht. Wer sagt das? Lügen tuste! So, da drüben ist direkt die nächste Kiste und Star Fury können wir ja mal eben ein... Ach ja, stimmt, das... Ah, okay, hat sich erledigt. Ja, wir bräuchten auch noch ein bisschen mehr Mana. Also könnten wir nur mal darauf hoffen, dass hier irgendwie wieder ein paar Sternschnuppen runterkommen. Eine Gargoyle-Statue ist es, okay. Brumm, brumm. Ich mach mal eben ein bisschen Licht hier hin, Leute. Und dann könnt ihr hier diese schöne Goldader in ihrer vollen Pracht bewundern. Ja, Meteoriten, die auf die Erde stürzen, hatten wir ja in den letzten Tagen zu Genüge. Dürften ja, denke ich mal, alle von euch mitbekommen haben, was da in Russland abgegangen ist. Aber so eine kleine Sternschnuppe, die kann von mir aus gerne hier in unserer Terraria-Welt runterkommen. Weil wir brauchen einfach die magischen Fähigkeiten. Naja, was heißt, wir brauchen sie, aber ist doch cool, wenn man mal ein paar Zaubersprüche wirken kann. Und so weiter. Für später, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, man hat die früher schneller gekriegt, die Sternschnuppen. Oder ich sammle sie jetzt einfach nur nicht mehr so exzessiv und, ach scheiße, stimmt, jetzt habe ich ja gar keinen... Ach, fuck. Okay. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Zum Glück ist dort oben noch eine goldene Truhe, die keinen Schlüssel bedarf. Und ich muss sagen, das hier ist echt ziemlich rohstoffreiches Gebiet. Ist das da hinten alles Kupfer? Also ganz ehrlich, ich glaube, das ganze Kupfer sammle ich jetzt nicht mehr ein. Das brauchen wir eigentlich eh nicht. Das ist alles Kupfer hier, Leute. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Können wir uns echt einen Kupferpalast hier mal irgendwie zusammenzimmern? Da oben das Silber, das nehme ich aber gerne nochmal mit. Da kenne ich ja nichts. So, guck mal hier, wir machen uns jetzt mal hier... Oh, das sind die farbigen. Habe ich keine anderen mehr? Nein, habe ich nicht. Aber ich kann mir natürlich ein paar herstellen. Ich will die farbigen jetzt hier nicht unbedingt verschwenden, in Anführungsstrichen. Das sind ja doch eher so ein paar Sachen, die man so dekomäßig halt irgendwo mal hin platzieren kann. So, und die Sternschnuppe da hinten holen wir uns auch noch. Und wenn es das Letzte ist, was wir in unserem Leben tun. So, zwei Stern... Ne, sechs Sternschnuppen. Okay, alles klar. Man sollte mal nichts an den Augen haben. Und schwarze Linsen, zwei Stück. Damit könnten wir uns jetzt die Sonnenbrille herstellen. Aber ich finde den Mario-Hut eigentlich ein bisschen cooler. Deswegen lassen wir das doch einfach mal. So, sind wir jetzt hier schon ganz oben? Ich weiß es nicht, Leute. Ich werde mal gleich schauen. Wenn ich jetzt hier rauskomme, wie hoch kann ich denn hier springen? Oh, shit, jetzt versucht ihr mich ja auch noch ernsthaft anzugreifen. Blödes Mistvieh. Okay, man sieht es natürlich nicht, ob da oben jetzt nicht noch irgendwo weitergeht. Aber hier zumindest ist erstmal nichts mehr, Leute. So, das heißt hier haben wir jetzt scheinbar alles entdeckt, was es zu entdecken gab. Ich meine, ich könnte jetzt hier noch eine Drecksbrücke rüber bauen. Oh, Vorsicht, da kommen sie. Jetzt kommen die ganze Horde an. Okay, wenn ihr Krieg wollt, ihr könnt ihn bekommen. Ich bin dazu bereit. Oh Mann, ah, die machen immer noch gut Schaden an uns, muss ich ja mal sagen. Ja, sterben will ich aber nicht. Ich kann mal eben probieren, ob ich jetzt noch weiß, wo ich den Heiltrank drauf habe. Weil ich bräuchte den jetzt, glaube ich, mal eben ganz kurz. Liegt der hier? Ja, okay, alles klar. Dann weiß ich wieder, wo wir den draufgepackt hatten. Ja, hier runterspringen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Das heißt, ich teleportiere mich einfach mal wieder
zurück nach Hause. Wir haben wieder ein bisschen Krams gefunden. Keine Ahnung, ob da oben jetzt noch irgendwas Interessantes war. Oh mein Gott, ey, wir haben echt schon so viele Truhen. Oh, jetzt habe ich die schon wieder falsch platziert, ey. Habe ich letztes Mal auch schon geschafft. So, ist doch nicht so schwer. Geht doch. Also, wir machen einfach mal hier ein Quickstack. Quickstack. Die ganzen Krams loswerden. Ah ja, sehr intelligent. So. Ach ja, das ist die Statuenkiste. Jetzt habe ich natürlich hier keinen Platz mehr für die Gargoyle-Statue. Ach, Herr Jemine. Ja, komm, machen wir einfach hier eine zweite Statue und Dingens auf. Ach ja, den Lebenskristall sollten wir mal eben uns gönnen. So, die Linsen, die könnten einfach mal hier mit rein. Genau, das sieht gut aus. Dann lasst uns die ganzen Erze hier auch nochmal mit einem Quickstack reinpacken. Ordentlich Gold. Aber ich glaube, ich gehe nicht mehr auf die Goldrüstung, Leute. Wir haben jetzt ja eh hier unseren ersten Shadow Helmet. Das heißt, da können wir lieber auf die Items gehen, damit wir dort den Bonus dann auch bekommen. Das heißt, wir müssen den Ether noch ein paar Mal ärgern. So, ich mache mal eben Licht an. Und hier haben wir noch den Featherfall Potion. Okay, warte mal. Erstmal könnten wir Star Fury hier lassen. Den brauchen wir momentan eigentlich nicht. Den Boomerang brauchen wir momentan eigentlich auch nicht. Auch wenn das unsere einzige Fernkampfwaffe ist. Ich muss auch ein neues Haus bauen, kann das sein? Ja, wir brauchen ein neues Haus, Leute, für den guten alten Arms-Dealer. Oder wir stellen hier einfach noch einen Stuhl oder so hin, dann dürfte das auch ein Haus sein, oder? Moment, was fehlt hier denn noch, damit das ein Haus ist? Weil groß genug ist es ja hier eigentlich. Nee, das ist sogar suitable. Wohnt denn? Also zählt das zu dem Haus hier oben? Eigentlich nicht, oder? Okay, Moment. Muss ich dann einfach... Okay, wartet mal. Ich nehme mal eben kurz noch hier die Muskete mit, Leute. Weil vielleicht muss ich die Muskete einfach ein bisschen im Inventar haben, damit der gute Armsdealer dann auch endlich hierher kommt. Und was ich jetzt machen werde, ist hier so ein bisschen Lava erkalten zu lassen. Scheiße, was? Ernsthaft? Ernsthaft? Ah, Gott. Ja, Gott hilft uns jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Hm, was mache ich jetzt? Oh, ich brauche irgendwoher Wasser. Oben im Ozean gibt es Wasser. Ja, toll, ich weiß, aber ich will den Ozean ja auch nicht... Ah, das gibt's auch nicht. Das kann doch nicht sein, dass das wirklich nur einen einzigen Lava-Dingens platt macht, oder? Ah, nervig. Scheiße. Okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen Wasser holen. Hier vorne ist ja auch ein See, Leute. Dann holen wir uns das halt dort her. Die ganzen Türen hier, die können wir eigentlich auflassen von mir aus. Obwohl, die machen wir so. Damit das alles hier... Alle Türen sind nach außen hin geöffnet. Zombies, tretet ein. Ihr seid herzlich willkommen. Genau, hier haben wir nämlich auch ein bisschen Wasser. Dann schnappen wir uns halt das Wasser hier raus. Ich weiß jetzt aber wohl nicht, ob das jetzt wirklich jedes Mal nur einen einzigen... Fitzelchen da erkalten lässt, weil ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt so viele Eimer herzustellen. Ich meine, gut, wir haben jetzt eigentlich noch ein bisschen Eisen über. Wir brauchen es ja auch nirgends mehr für, aber muss ja nicht sein. Ich lasse es mal einfach von hier runterfließen. Okay, das gefällt mir jetzt nämlich schon ein bisschen besser. So, mal schauen, wenn ich das jetzt wieder hier runterfließen lasse. Ach nö, das reicht jetzt nicht mehr, oder was? Oder war die Pflanze im Weg? Willst du mich verarschen? Okay, das Wasser nehmen wir wieder mit natürlich. So, dann machen wir es hier wieder hin. Sag mal. Warum geht es jetzt nicht mehr weiter? Okay, Moment. Machen wir halt so. Okay. Wasser nehmen wir wieder mit. Obsidian nehmen wir natürlich auch wieder mit. Okay, es wird auf jeden Fall weniger, Leute. Aber wir konnten immerhin schon mal mehr damit herstellen als beim letzten Mal. Ja. Okay, dann machen wir es halt mit dieser Technik. Ich glaube, ich brauche 20 Stück, damit ich mir den Obsidian Skull herstellen kann. Und den brauche ich nämlich, damit wir uns in der Hölle endlich ein bisschen freier bewegen können. Oh, da hinten kommt noch ein Zombie. So, oh, seht mal, ich kann sogar hier genau stehen bleiben. Das beschleunigt unseren Arbeitsschritt natürlich immer ein bisschen jetzt noch. Muss ich nicht mehr so hin und her rennen. Ey, verzieh dich, ja. Verzieh dich!
versuche hier zu arbeiten. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. So, wie viel Obsidian habe ich? 13, okay. 14. Yay, es nimmt Formen an. Obwohl, Moment mal, man kann ja auch... Ja, okay, Moment. Ihr kennt ja diesen Trick noch hier, wie man Wasser multiplizieren kann. Stimmt, ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Oh, da kommt der nächste Zombie. Auch der wird natürlich von uns hier massakriert. So, und jetzt mache ich das einfach nochmal. Ja, bringt mir aber jetzt auch nicht so viel. Moment, da müsste ich so natürlich machen. Dann hätte ich ein bisschen mehr davon. So. Genau. Jetzt passt es und jetzt ist mein Wasser aber weg. Wie viel Obsidian kriege ich jetzt hier noch zusammen? 21. Das sollte reichen für den Schädel, Leute. Ich teleportiere mich mal eben schnell nach oben. Und dann lasst mich mal eben schauen. Yo, da ist der Obsidian-Skull. Wir schnappen uns den natürlich direkt. Das hier kann wieder umgeändert werden. Jaha. Meine Güte, ich will doch nur... Ich will doch nur das hier ändern. So, geht doch. Okay, den Obsidian-Skull packen wir jetzt anstelle von dem Teil, was uns schneller macht, würde ich mal sagen. Das brauchen wir momentan nicht ganz so dringend. Und dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut für heute, Leute. Beziehungsweise, komm, wir machen nochmal hier schnell einen Quick-Stack. Zack. Und dieses Teil brauche ich ja auch nicht momentan. Das kommt hier in den Item-Schrank. Ich will jetzt nicht so viele Sachen unbedingt mitnehmen, die wir nicht mehr brauchen. Weil das ist natürlich jetzt alles dann wieder Platz, den wir dann nicht haben, wenn wir in der Hölle sind. Und dort wollen wir ja wahrscheinlich auch hoffentlich ein paar neue Items finden. Dementsprechend haue ich den Trank hier nochmal rein. Ich weiß gar nicht, bestimmt hatten wir schon eine Trankkiste uns irgendwo erstellt. Aber ist auch scheißegal jetzt. Hier ist zum Beispiel ein Trank, okay. Hier packe ich einfach mal die Fackeln rein und... Oh, Leute, wie viele Sterne haben wir denn schon? Ah, Moment. Habe ich mich ja eben noch beschwert, dass wir jetzt so wenig Mana haben. Dann ziehen wir uns hier mal direkt zwei von den Dingern rein und schon haben wir unseren Mana-Haushalt doch glatt verdoppelt. Okay, an dieser Stelle dann aber wirklich erstmal Schluss für heute. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und beim nächsten Mal geht's dann in die Hölle. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.